Eines dieser Konversionsgebiete, 800 Einwohner soll es haben, Baustart ist schon gewesen, vor 2 Monaten. Eines dieser Konversionsgebiete werden wir komplett mit erneuerbarer Energie aus dem nahegelegenen Klärwerk versorgen. Und zwar mit Anwendung zunächst mal der Vollgastechnik. Klärschlamm ist durchaus ein Energieträger. Ausfaulen lassen, das Methan abfangen, in Blockheizkraftwerk stecken. Dann aber innerhalb der Kläranlage eine Reihe von Wärmepotenzialen bis hin zum Ausfluss in den Neckar über diese Wärmerückgewinnungstechnik nutzen und damit das komplette Baugebiet für 800 Leute über ein Nahwärmenetz vollständig versorgen. Das wird uns gelingen, wir werden dabei Strom produzieren, wir werden den kompletten Wärmebedarf der Kläranlage damit abdecken, auch einen erheblichen Teil des Strombedarfs, und wir haben festgestellt, dass mit dieser Kombination von Techniken unter einer Bedingung eine volle Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Das heißt, der Wärmepreis wird nicht über der von Vergleichsanlagen liegen, die man sonst selber ins Haus stellen könnte, dass die Kommune eine Abnahmeverpflichtung in die Kaufverträge übernimmt. Das ist die Voraussetzung. Wir haben alle Grundstücke erworben und verkaufen jetzt die Grundstücke an einzelne Baugemeinschaften und schreiben in den Kaufvertrag hinein: Ihr dürft hier nur bauen, wenn ihr die Wärme aus dem Netz übernehmt. Denn nur wenn alle mitmachen, funktioniert das. Das sage ich ganz bewusst, weil es immer wieder Leute gibt, die sich dann ausklinken mit ökologischen Argumenten. Also ich mache mir eine Solaranlage aufs Dach oder eine Pelletsheizung im Keller. Das sollte man immer befürworten, es sei denn, es handelt sich um ein Netz, das dann unwirtschaftlich wird. Und dann ist in der Summe für die Umwelt mehr verloren, als durch die eine Solaranlage gewonnen werden kann, wenn alle anderen dann auf die Nahwärmeversorgung verzichten müssen. Also sehr wohl im Rahmen eines knappen Haushaltes möglich. Diese Entwicklung erfordert keine finanzielle Investition der Kommune, sondern nur den Willen, diese Kläranlage, die natürlich der Kommune gehört, mit der modernen Technik und der Abnahmeverpflichtung dann entsprechend bis in 2 Jahren umzurüsten und das Netz auszubauen. Verkehrsbereich. Da sind Stadtwerke jetzt nicht so hilfreich. Wir haben in Tübingen derzeit, war auch ein Teil von Tübingen, macht blau, 1500 Teilautonutzerinnen und Nutzer. Damit liegen wir mit Bremen und Karlsruhe unter den Top 3, weil die Zahlen nicht mehr ganz transparent sind, kann man es nicht genau sagen. Also bezogen auf 10.000 Einwohner, wie viele sind es, das sind wir unter den Top 3. Und das erreichen wir unter anderem, indem die Kommune die besten Stellplätze, die es gibt, nur für Teilauto reserviert. Zum Beispiel am Bahnhof, 6 Stück direkt am Ausgang, kann niemand übersehen, perfekte Anbindung an alle öffentlichen Verkehrsmittel, Bus und Zug. Solche Stellplätze sind für Teilauto Gold wert und führen dazu, dass die Nutzerzahlen drastisch nach oben gehen. Wir haben es im Rahmen von Tübingen macht blau jetzt von 1000 auf 1500 geschafft. Das Ziel sind 2000, noch nicht ganz erreicht, aber sehr dynamische Entwicklung durch Privilegierung bei der Stellplatzvergabe. Wenn es jemand von euch schon mal versucht hat, das geht rechtlich nicht. Es gibt nämlich seit 4 Jahren, Matthias Wagner weiß das, eine im Bundesrat anhängige Entscheidung, die alte Bundesregierung hat es noch genehmigt, ob jetzt den Kommunen, die wirklich schwerwiegende Verantwortung übertragen werden darf, einen Stellplatz auch für ein Teilauto zu reservieren oder nicht. Man darf das für Taxis und für Behinderte, aber nicht für Teilautos. Ist nicht zulässig. Und ich habe mir das eine Weile angeguckt, diese Bundesratsgeschichte, habe dann gesagt, jetzt reicht es mir, wir machen es trotzdem. Sagt die Verwaltung, geht nichts. Dann sage ich, muss aber gehen. Dann sagen sie, ja, also wir könnten ein Straßenteilflächenentwidmungsverfahren durchführen. Nochmal das Wort. Ja, Straßenteilflächenentwidmungsverfahren. Dann habe ich mir erklären lassen, was das ist. In Deutschland ist eine Straße nicht da, wo Autos fahren oder Asphalt liegt, sondern wo eine Kommune in dem Fall eine Satzung erlassen hat, die eine Widmung als Straße durchführt. Dann habe ich gesagt, gut, wenn das geht, dass man da einfach ein Stück rausschneidet aus der Straße und es zum privaten Eigentum der Stadt macht, dann machen wir genauso jetzt die wichtigen Stellplätze für Teilauto und vermieten nachher die Privatflächen. Also juristisch geprüft, geht. Dann habe ich gesagt, wunderbar, jetzt bitte schön am Bahnhof diesen Streifen, da passen 6 Fahrzeuge hin, da will ich jetzt möglichst schnell Teilauto sehen. Ja, dauert 1 Jahr das Verfahren, das sage ich mir, egal, machen. Nach 2 Wochen kommt die Verwaltung zurück. Herr Oberbürgermeister, wir haben nochmal nachgeschaut. Als man 1960 die Straße gebaut hat, hat man vergessen, sie zu widmen. Das war super, weil wenn sie gar nicht gewidmet ist, muss man sie auch nicht entwidmen. Und infolgedessen waren 2 Monate später die Autos dort, 6 Stück, und wir haben jetzt wirklich super Nutzungszahlen, die sind ständig im Einsatz der Fahrzeuge. Auch
hier, das kostet überhaupt nichts, außer ein bisschen politischen Willen und Gestaltungskraft in der Verwaltung. Manchmal ist es gut, wenn die gar nicht so genau arbeiten. Aber finanziell kein Einsatz, trotzdem ein Rieseneffekt für die Umwelt. Die Fahrzeugflotte von unserem Teilautofahrzeugpool sind 70 Stück mittlerweile, hatten jetzt schon einen CO2-Ausstoß unter 120 Gramm, weil alle 2 Jahre die Fahrzeuge wegkommen, die sind ja rund um die Uhr im Einsatz. Und man kann sich jeden Tag aussuchen, nehme ich ein Kleinfahrzeug, ein Smart, oder bin ich jetzt zu siebt unterwegs, nehme ich den Van, also diesen Skalierungseffekt, dass man immer angepasst unterwegs ist, und wer für jede Autofahrt zahlt, das wisst ihr, reagiert völlig anders, als wenn man das Auto vorne abbezahlt hat, dann in der Fixkostenfalle steckt und versucht, das auszunutzen. Das ist einer der Hauptgründe, warum die Leute, die mal ein Auto gekauft haben, selten wieder gesehen werden in öffentlichen Verkehrsmitteln. All das kann damit ausgehebelt werden, und wir haben, wie gesagt, diese wunderbaren Wachstumsraten kommen, glaube ich, auch über eine kritische Masse, weil wenn ich an jeder Ecke ein Auto stehen habe, wird das System natürlich immer attraktiver. Und 50% in 2 Jahren heißt auch 50% mehr Autos und Standorte. Nicht ganz, aber doch ein starkes Wachstum. Gut, Verkehrsbereich könnte man noch viel dazu sagen. Hessen ist bei Jobtickets ziemlich gut, da wollen wir was abgucken. Also es ist nicht so, dass alles in Tübingen erfunden und zum ersten Mal gemacht wird. Kompliment, diese Jobticket-Lösungen sind klasse, bei denen zuerst mal ermittelt wird, wie viel Einnahmen haben die Verkehrsunternehmen bisher aus allen Beschäftigten eines Betriebs. Dann macht man Aufschlag, legt es um, und dann bekommen alle Beschäftigten ein Jobticket. Und ab da ist es natürlich sehr viel günstiger und die Leute steigen massenhaft um. Das haben wir vor, wir wollen das nächstes Jahr mit unserem Uniklinikum, dem größten Arbeitgeber, 8000 Beschäftigte am Ort machen. Der Busverkehr ist bereits sehr gut ausgebaut. Bei uns ist der Standard 15-Minuten-Takt, auf den Hauptstrecken 5-Minuten-Takt. Und der Busverkehr geht bis nachts um 4, Donnerstag, Freitag und Samstag, weil es eben eine Studentenstadt ist. Das heißt, wir haben schon ein Grundangebot, bei dem dann auch Teilauto funktioniert, weil man in der Regel gar nicht darauf angewiesen ist, mit dem Auto zu fahren. Und das machen wir natürlich jetzt nicht erst seit heute. Wir haben deswegen im Verkehrsbereich 76% aller Wege im Umweltverbund. Wenn jetzt jemand einen besseren Wert aus seiner Kommune kennt, bitte Finger heben, weil ich behaupte immer an der Stelle, das ist der Top-Wert in Deutschland. Also nur 24% aller Wege in der Stadt werden mit dem Auto zurückgelegt, 3/4 mit Bus, Fahrrad und Fuß, ungefähr zu gleichen Teilen.